Hallo Leute, ich bin's Wizard und heute wieder mal ein bisschen ein ernsteres Thema. Heute rede ich über meinen Suizidversuch. Also, vor ungefähr 2 Jahren ist mir richtig scheiße gegangen. Ich habe da schon, jetzt habe ich ungefähr 4 Jahre die Schizophrenie, also habe ich die Schizophrenie da schon 2 Jahre gehabt. Und das hat mich alles so gedaunt. Mit den Stimmen im Kopf, mit den Halluzinationen und dass ich keine Gefühle mehr gespürt habe, weil eines Tages habe ich so starke Gefühle gehabt, dass ich die Gefühle irgendwie wie Hass, Selbsthass, Trauer, Liebe, Wut, alles hat sich vermischt und hat ein neues, grindiges Gefühl bildet, weil ich nicht mehr klarkommen bin damit. Und seitdem bin ich ziemlich gedämpft in meinen Gefühlen. Am nächsten Tag habe ich gar nichts mehr gespürt. Ich habe mich komplett leer gefühlt. Und ich habe das Leben einfach für komplett, nicht für unnötig, aber ich habe mein Leben für komplett wertlos. Ich war einfach komplett depressiv. Und dann bin ich zu Suizidgedanken gekommen und das ist wie eine Teufelsspirale, ein Teufelskreis. Und wenn man Suizidgedanken hat und Stimmen hört, ich war sowieso schon sozial zurückgezogen und dann noch die ganzen Stimmen, ich habe nur mehr traurige Lieder gehört, ich weiß nicht, ich habe mich da richtig reingeflasht, irgendwie Selbstmordlieder von Zatter zum Beispiel, den ich jetzt überhaupt nicht mehr höre, weil ich finde das ziemlich unnötig, dass er Lieder macht, wo er nur über Selbstmord und so singt. Ich selber habe auch Lieder geschrieben dazu. Und ja, ich wollte auf jeden Fall Selbstmord machen. Ich habe es mehrere Male probiert, ein paar Mal mit Tabletten und das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich es endgültig beenden wollen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und die ganze Gefühlslosigkeit, die Depression, ich weiß, Depression ist auch ein Gefühl, aber die innere Freude und alles, sonst habe ich nichts gespürt außer Depression und Trauer, das sind zwar auch Gefühle, aber ich war ziemlich abgestanden. Nicht einmal die Depression, und Depression habe ich schon mehr gespürt, aber Trauer ist sowieso bei Depression dabei, aber das war ein bisschen weniger die Trauer, mehr so Depression, ich kann immer und alles mögliche. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, auf jeden Fall wollte ich dann endgültig nimmer und dann bin ich dummerweise runtergesprungen, davon habe ich noch eine Narbe. Und das war mehr ein Hilfeschrei, glaube ich, weil ich habe es bei der Rettung, zu der Zeit war ich noch beim FSJ bei der Rettung. Und am Vortag habe ich es mit Tabletten probiert, ist nicht gegangen, ja, weil ich blöde Tabletten genommen habe, zum Glück ist es nicht gegangen. Und dann wollte ich eben springen. Ich habe es bei der Rettung gemacht, ein paar Leute sagen 30 Sekunden mehr und ich wäre verblutet oder so. Wäre gestorben an den Verletzungen, ich habe mir auch 2 Zähne rausgehauen, da habe ich jetzt Implantate. Auf jeden Fall war das einer der schlimmsten Fehler, die ich jemals machen können. Ah ja, und weil ich noch nicht gesagt habe, oder eigentlich schon, aber wie ich die ganzen Suizidgedanken gehabt habe, habe ich halt die Stimme noch mehr gehört und habe das geglaubt, was die Stimme gesagt hat. Darum war ich auch mehr in der Schizophrenie drinnen. Auf jeden Fall habe ich den Suizidversuch zum Glück überlebt und seitdem, ich habe zwar noch einmal Suizidgedanken gehabt, aber jetzt bin ich mit der Einstellung, ist zwar ein bisschen komisch, aber ich will mich nicht mehr umbringen, weil ich gesehen habe, wie das mein Umfeld darauf reagiert. Und das tut einfach keinen gut. Man selbst schadet sich, man schadet seiner Familie, man schadet seinen Freunden. Und für alle, die Suizidgedanken haben, man muss sich einfach so denken, auch wenn man in einer richtigen Scheißsituation ist, das Leben, man lebt sowieso nicht für immer. Irgendwann stirbt man. Und es ist eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich persönlich könnte es mir vorstellen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber es ist halt auch die Möglichkeit, dass es einfach aus ist. Also haben wir nur das eine Leben. Und darum sollte man, auch wenn man Suizidgedanken hat, das nutzen. Man kann sich ja Hilfe suchen. Selber ist immer ein bisschen schwierig, da rauszukommen aus den Gedankenspiralen. Aber es geht ganz gut. Man muss jetzt so sehen,
das Leben bietet so viel mehr, könnte man sagen. Und Suizid ist einfach unnötig. Es ist einfach ein Ausweg. Aber es ist nicht die Lösung. Weil wenn du dich zusammenreißt und noch stärker beweist und einfach weitermachst, egal wie scheiße es ist, ich meine, mit 80, 90, 100, wenn es das überhaupt, wenn man so alt überhaupt wird, dann stirbt man sowieso. Man stirbt sowieso. Also, warum soll man dann das Leben frühzeitig beenden, wenn man es einfach noch genießen kann, sich wieder neue Kraft tanken kann? Ich weiß, in der Situation, wo man die Gedanken hat, ist scheiße. Aber ich habe es auch wieder hinbekommen. Ich habe zwar einen Versuch gemacht, mehrere, aber die sind zum Glück gescheitert. Und nach dem letzten Versuch, in ernst zu nehmen darin, seitdem habe ich nicht mehr das Verlangen gehabt, dass ich mich umbringe. Weil das Leben ist viel zu schön. Und ja, einfach immer denken, das Leben endet sowieso, also genießen wir es so lange, wie es geht. Man kann nicht wissen, wann man stirbt, es geht ziemlich viel um Tod irgendwie. Aber ja, ich bin froh, dass ich nicht gestorben bin. Das war das Beste, was mir passieren hat können. Ich habe zwar viel Physio gebraucht, bis ich wieder fit geworden bin, habe auch ein Implantat gehabt, aber das ist nebensächlich. Auf jeden Fall, wer Suizidgedanken hat, sollte immer einfach stark bleiben und durchhalten. Wie schon gesagt, das Leben ist viel zu wertvoll, dass man sich einfach selber nimmt. Und ja, das war eigentlich schon wieder mein Video. Das erste Mal, dass ich wirklich live von meinem Suizid redet. Vielleicht hilft es irgendwen, kann man nicht wissen. Auf jeden Fall tut eigentlich ganz gut, wenn man drüber redet. Das ist auch ein Tipp, wenn man Suizidgedanken hat, einfach drüber reden, dann wird es meistens auch schon besser. Und es gibt genug professionelle Hilfe auch, die was man sich suchen kann. Und es gibt immer Hoffnung. Also es ist, glaube ich, nie wirklich so schlimm, dass man sich das Leben nehmen muss. Ein bisschen eine darkere Episode heute. Ja, das war's eigentlich schon wieder. Und seid gespannt aufs nächste Video. Ich werde auch bald wieder einen Naturvlog machen. Das bleibt aber noch eine Überraschung, wo ich das mache. Und naja, ich werde jetzt wieder regelmäßig Videos machen, weil sonst wird das nichts mit der YouTube-Karriere, wie es ist. Da muss man einfach dranbleiben, egal wie die Videos sind, da muss man Stärke beweisen. Einfach durchziehen. Und das war's wieder, liebe Leute. Peace out.